So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Mario Maker 2. Ich habe keine Ahnung, ob ich euch im letzten Part irgendwas versprochen habe, was wir in diesem Part machen werden. Aber ich habe jetzt von einem Zuschauer, nämlich vom lieben Markus, einen Code bekommen und drei andere mir aufgeschrieben, die ich mir anschauen möchte. Das heißt, wir werden heute über die Suchfunktion Level spielen. Wir fangen mal mit dem von Markus an. So. Wenn ich mich da nicht verschreibe, sollte das auch immer ganz schnell gehen. Okay, gucken wir mal, ob das dorthin führt, wo ich hin möchte. Yes! Das klingt sehr gut. Abschlussrate 100%. Einer hat gespielt, einer hat's geschafft. Mensch. Sehr sensationell. Short and easy. Let's go. Okay, 10 Münzen und gegen die Zeit. 60, okay. Ah, da muss ich da hoch. Okay, boah. Wird da eine Münze drin sein, oder was? Oh, da sind mehrere drin. Da sind alle drin, die ich brauche. Okay. Und dann muss ich jetzt noch zum Ziel. Oh mein Gott. Oh mein. Oh, okay, alles klar. Kriegen wir hin. Schade, kein First Try, aber kriegen wir hin. So. Gar kein Problem. Zack, zack. So, wo sind die Koopas? Da, da und tschüss. Sehr schön. Das ging schneller als erwartet. Gut. Jawohl. Gut, ich würde das Ganze noch als kurz und knackig bezeichnen. Ach so, ich kann gar nicht. Ach so, ich kann. Lege ich das dann für mich anders fest oder wie ist das, wenn ich jetzt sage, klassisch ist raus und dafür ist kurz und knackig drin? Aber andererseits ist ja schon gegen die Zeit. Egal. So, ich mache das jetzt so. Aber ist das jetzt, für wen ändert sich das? Nur für mich, ne? Wahrscheinlich. Damit ich es finden kann oder so. Gut. Das war das. Sehr schön. Wunderbar. Das ging schneller als erwartet. Oh, jetzt habe ich die Abschlussrate niedrig runtergesetzt, weil ich einmal gestorben bin. Ja gut, das passiert. Okay. Dann möchte ich mir das Level von Koshirano anschauen. Der hat im Mero-Stream ein Level eingesendet. Und das sah sehr tricky aus. Das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So. So. Ach, da fällt mir noch was ein. Kann ich erstmal. Ah, ich spiele erstmal das und dann mache ich das, was mir noch einfällt. So. Das geht nämlich sehr viel mit diesen Wippen. Und wie gesagt, das sah sehr tricky aus. Mal gucken. Ich bin gespannt. Genau, man muss nämlich jetzt diese Bomben hier nutzen, damit das Ding hier runterkippt. Und dann da hoch. Oi, oi. Oi, oi. Da auch so. Oh, da komme ich nicht auch so hoch. Ach du grüne Neun. Und er hat ganz oft diese blöden Reifen verwendet, die äußerst unangenehm zu steuern sind. Aber hey, mal gucken. Ah, jetzt dachte ich, wir kommen hoch, aber dem war wieder nicht so. Jetzt aber. So. Eieiei, das war ein Start. So, jetzt kann man nach hier und man kann darüber. Wo ging es denn da weiter? Oh Gott.
Da nicht. Da nicht. Was ein Quatsch. Es ist spät. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass es spät ist. Oh, Junge. Nein! Okay, ich bin immerhin bin ich noch nicht tot. Alles gut, ich bin noch nicht tot. Na bitte. Ach, das war nur für eine Coin. Ach so. Ja, dann kann ich das da oben auch lassen. Üff. Okay, also geht's in die Richtung. Ach. Ach, geh doch weg. Uff. Wie mache ich das denn? Oh je. Mit Geschwindigkeit oder ohne? Mit. Okay, wir gehen wieder auf die Gerade und dann gehen wir da hoch. Nein, okay, kein Spinjump. Kein Spinjump, das war blöd. Ah, das war doof an der Stelle. Okay, da komme ich mit einem schnelleren Sprung ganz gut durch. Oh mein Gott. Ich darf nicht wieder nach links zurück. Ich muss dem einfach vertrauen. Es ist halt eine ganz andere Physik als SMW. Das muss man halt immer wieder sich vorstellen. Es ist ungewohnt. Oh boy. Okay. Wait, dort ist auch eine Plattform, ne? Okay, aber... Hä? Ach so! Oh. Aber verstanden, der geht dann da runter. Ich hab's ja vorhin noch gesehen im Stream, ich hab's aber... Hab's schon wieder vergessen, ne? Eieiei. Wir starten mal gerade neu. Jetzt bin ich nicht schnell. Komme ich da trotzdem durch? Ja. Okay, und jetzt... Ich wollte gerade sagen, und jetzt warte ich da, aber das hat wieder nicht funktioniert. Nein. Geht es eigentlich schneller, neu zu starten, oder... Es ist schneller, den Tod abzuwarten. Ich weiß es nicht. So, ich will mal da unten auf die Plattform. Was ist das denn? Hä? Hä? Ist das der Alternativweg? Oder ist das einfach nur Deko? Ach komm. Nein. Oh. Oh, das war blöd. Okay, komm. So kriegen wir den direkt wieder. Ja, besser. Sonst passt es nicht mehr. Gut. Nein! Ich weiß nicht, geht das schneller? Ich weiß es nicht. Oder habe ich dann noch einen schnelleren Knopf, der direkt neu startet? Ne, der nicht. Ne. Ist schon okay. Ah, das war blöd. Das gibt's doch nicht. Komme ich da wieder hoch? Ja, immerhin, das kriege ich hin. So, jetzt wollen wir hier mal weiterlaufen.
nicht ge. Oh, ich kann den noch nicht einschätzen. Ich dachte, der reicht. Stellt sich raus. War ein Irrtum. Was mache ich denn für einen. Oh mein Gott. Stellt sich raus, war ein Irrtum, ja. Das gibt's doch nicht. Ich komm nicht mal hier durch. Oh, Junge. Das wollte ich nicht. Puh. Nee. Ach so. Ah, ist das, falls man hier runterfällt oder so? Dass man sich noch retten kann. Das kann auch sein. Nein! Ach, Mann! Ups! Okay. Nicht da rein. Oh. Boy! Okay, 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 okay. Oh mein Gott, was? Uff! Ich glaube, wir lassen das Level hier. Wie gesagt, es sah interessant aus, aber dann bin ich aktuell nicht gewachsen, glaube ich. Nein! Oh. Nein. Ich möchte mir lieber die anderen noch angucken. Ah, ich hab's nicht. Ich wollte es noch bewerten. Mist. Kann ich hier? Nein. Wie kann ich das denn jetzt noch nachträglich bewerten? Kann ich das hier nochmal neu bewerten? Nein, ich muss es nochmal spielen. Ah. Okay, wir werden es eh nochmal spielen irgendwann. Aber da habe ich das Herz, ne? Das habe ich gemacht. Okay, wir werden es nochmal spielen irgendwann. Aber aktuell... Genau, ich wollte das hier, wollte ich machen. Kann ich ihm irgendwie folgen? Kann ich ihm nicht irgendwie folgen? Namen melden? Nein. Ach, hier. Ah, sehr gut. Und jetzt dürfte er nämlich auftauchen, wenn ich hier nach Leveln suche und auf den Stern gehe. Richtig? Richtig. Dann tauchen da nämlich die Leute auf, denen man folgt, in Anführungszeichen. Gut, wunderbar. So, dann gucken wir uns ein Level an von einem, der auf Twitter allerdings nicht mir geschrieben hat, sondern allgemein einfach. Und zwar heißt der... Erian der Echt. Ich glaube, das ist der richtige Name. Ich weiß es gerade nicht. Müsste hinkommen. So. Ich hoffe, ich schreibe das alles richtig und ich kann meine Schmierschrift lesen. So viele Y. Was ist denn da los? Mal gucken, ob es der Erian ist. Please. Klingt gut. Erian steht da. 0,49%. Kurz und knackig. Uff. Ja, let's go. Gucken wir uns an. Gucken wir uns an. So easy. Yo. Hi. Ach, ich kann auf die nicht drauf springen. Kann ich auf die Spin jumpen? Ja. Also das geht wie gewohnt, okay. Was ist mit dir? Ah, ein Shelljump muss ich hier machen. Ja gut, okay. Und dann? Dann muss ich weit springen. Offensichtlich. Ich muss dem. Okay, ich kann ihm ruhig vertrauen. Ich muss einfach richtig weit springen. Ich darf nicht anhalten zwischendurch. Okay.
Ui, das reicht niemals. Muss ich da erst nochmal Anlauf nehmen vorher? Nein, das war schlecht. Jetzt habe ich es verkackt. Ne? Der. Ah, warte, ich könnte mit denen vielleicht versuchen, da hochzukommen. Vielleicht reicht das aus. Sollte ich den verlieren? Ja, oder so einen Quatsch machen. Geht das mit euch? Ja, okay, das geht auch. Es muss also nicht der Shelljump sein. So, dann versuchen wir jetzt hier mal die Geschwindigkeit zu behalten. Okay. Und dann? Ich sollte, glaube ich, die Geschwindigkeit auch hier behalten. Ach komm. Dankeschön. Also, so weit kommen wir. Dann immer weiter. Immer weiter. Immer weiter. Nein! Ah, okay, bis dahin komme ich. Bis dahin komme ich. Das war schlecht. Das war schlecht. Nein! Na komm her. Okay. Ich nehme an, ich brauche die Shell. Oder ich brauche den Koopa einfach gar nicht. Das ginge natürlich auch. Wir müssen mal gucken, was da alles kommt. Huch, 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 huch. Mir gefällt nicht, dass da nochmal so ein Dings ist, als ob ich den holen müsste zwischendurch. Ne, das ist gerade so mein Problem. Ich befürchte, ich brauche den nochmal. Ah. Ich befürchte, ich brauche den nochmal. Ach, warum? Warum stoppe ich zwischendurch? Ich vertraue dem immer nicht, aber ich kann dem vertrauen. Ich muss einfach durchziehen. Ach, wieso klappt denn das nicht mehr? Nein! Oh, wirklich. Oh, wieso klappt denn der nicht mehr? Ach, komm schon. Geht das schneller? Ich weiß es nicht. Müsste man mal abschätzen. Dankeschön. Na, ich fürchte fast, ich muss den mitnehmen oder so. Keine Ahnung. Also die Shell scheine ich nicht holen zu können. Aber hier brauche ich definitiv eine. Jetzt ist halt die Frage, ist hier überall so ein Block? Natürlich. Dann bleibt tatsächlich nur die eine Gelegenheit, die eine Möglichkeit. Nämlich, dass ich den Dings holen muss. Oh, nö. Den da. Also, den drüben. Geht das so einfach oder verliere ich dann? Oh, nein. Ah, super.
gut, müssen wir ausprobieren. So, stopp. Okay, du kommst jetzt mit. Ah, ich verliere ihn nicht, das ist gut. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Dann kann er hier erstmal pausieren und ich kann mich beruhigen. So. Und wenn ich den jetzt nicht verhaue, habe ich den Midway Point. Nice. So, was macht die Röhre? Schöne Dinge. Alles klar. So. Oh, hier gibt es sogar noch mal einen Pilz. Also ich muss hier auf jeden Fall mir einen Pilz holen. Ja, hi. Achso, das war gedacht. Kann ich dir trauen? Ja, ich kann dir trauen. Gut. Was ist mit dem? Da geht's auch weiter. Ah, da würde man dann sehen, dass es nicht weitergeht. Okay. Alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Ah, den verliere ich, glaube ich, safe hier. Ich weiß es nicht. Okay. Okay. So, jetzt muss ich das echt gut hinbiegen. Ah, okay, viel zu weit, viel zu weit. Ich kann den Münzen wirklich so trauen, wie sie laufen. Okay. Habe ich nicht mehr drauf geachtet, siehst du? Ah, nee, ich kann es sogar verhindern, dass ich den verliere. Also potenziell könnte ich noch groß sein. Dann werde ich das wohl die nächsten Male sein wollen. Halt, stopp. Jetzt drüber. Ah, okay. Bisschen weiter noch. Bisschen weiter noch. Aber wenn er jetzt abhaut, ist es vorbei, ne? Der kommt nicht wieder. Doch, der kommt wieder. Okay, alles gut. Okay. Oh je. Oh Gott, darunter wird ja angenehm. Ach du Schande. Da hätte ich echt gern den Pilz noch, ne? Aber geht das? Kriege ich das hin? Ja, kriege ich schon. Ah, ja, ja. Könnte man schon hinkriegen. So, jetzt fällt er und dann... Ah, ne, ich weiß nicht, ob ich den Pilz behalten kann. Ich würde es gerne hinkriegen, aber ich weiß nicht wie. So. Nein! Kann ich den nicht direkt runterholen? Nein, erst an der, ab einer Höhe, oder wie? Interessant. Die funktionieren auch anders, als man sie abgeschätzt hätte. Ah, da ist er! Okay, nice, ich habe den Pilz behalten. Super. Gut, das geht also. Wir haben uns das gleich zunutze machen. Sollten wir jetzt getroffen werden, kann ich ja einfach so runter. Ja, nice. Den muss ich holen, ne? Oh no. Oh no. Oh no. Das war richtig dumm. Okay, das funktioniert. Sehr gut. Nice. Sehr, sehr schön. Das klappt also. Wie ich das wollte. Sehr gut. Dann hole ich mir da drüben wieder den Dings und dann kann ich wieder einen Shell Jump ansetzen. Ja, moin.
Ja, moin. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis wir es hinkriegen. Nice. Also das klappt jetzt, das ist gut. Der Pilz ist richtig viel wert da drüben. Nice. Selbst wenn ich jetzt getroffen werde, komme ich auf jeden Fall an den Kollegen da unten ran. So, sehr schön. Ja, das ist okay. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Ah. Ich habe so gewusst, dass das passieren wird. Ich habe so gewusst. Aber das kriegen wir hin. Easy. Schaffe ich sogar den Pilz? Nee. Zu behalten. Yes! Yes! Sehr gut. Oh! Wir haben den Weltrekord aufgestellt. Der wird aber recht bald weg sein. Nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Mal schauen, wie lange wir den halten. Ich meine, man muss es halt am Stück durchkriegen, dann schafft man den Weltrekord. Also ich könnte es jetzt nochmal spielen, dann würde ich wahrscheinlich schneller hinkriegen. Und dann wäre der Weltrekord eh schon... Ja, nee. Den Ehrgeiz habe ich dann auch wieder nicht. Ein Level hätte ich noch, aber ich fürchte fast, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, das noch zu starten, weil das ist von Grand Pooh Bear ein Shell-Chump-Tutorial-Level. Machen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.